unstoppable force, pale horse riding in town. Yeah. He set and sail with the object to fail. You can bet I'm gonna break it down. In der letzten Folge haben die drei Runner Daten ausgewertet von der alten, die sie finden müssen, und sind dann zur Bank. Haben da andere Dinge gefunden, zum Beispiel, dass er weg wollte. Welche Überraschung, beziehungsweise, dass sie die Chance hatte, wegzukommen, aber die hat den Scheiß ja nicht abgeholt. Und Kaban fand dann heraus, dass der Typ, mit dem sie abhauen wollte, der Schmuggler ist, der ihn damals nach Moskau gebracht hat. Und auch der Schmuggler, der ihm damals den Kontakt gebracht hat, zu dem anderen Schmuggler, bei dem er dann ins Auto gekackt hat. Nee. Und den hat er auch angerufen. War aber nicht ganz so erfolgreich bisher. Und am Ende haben noch irgendwelche Lappen erzählt, dass Lorena tot ist. Und die Spieler sind so ein bisschen drauf angesprungen. Das war lustig. Weil die auch alles glauben. Viel Spaß und bleibt geil. Meine Engel. Ihr müsst erst mal pennen. Ja. Das gefällt mir. Denn ich hasse Widerspruch. Also, ihr pennt. Und dann erwacht ihr. Diddy. Erwachet. Ja. Da kommen jetzt, also viele der Spinner-Nachrichten werden dann auch einigermaßen unterbunden und so, aber du erkennst in einigen Teilen quasi die Handschrift, die Machart und die Aufmachung ein paar deiner Kollegen wieder. Okay. Genau. Also kristallisiert sich da schon irgendwas raus? Das kann man so nicht sagen. Ich meine, es kann immer noch alles sein, ne? Und das wird bisher immer noch nicht bestätigt oder sonst irgendwas. Sag nur, dass du erkennst, von wem das kommt. Natürlich steigen immer noch ein paar Leute mit auf und so. Das haben ja auch ein paar Leute direkt gesehen, aber ein paar Leute haben ja auch Jesus direkt gesehen. Und Elvis. Natürlich. Und Elvis liebt. Naja, zu der Zeit auf jeden Fall. Ja. Jojo ist als Erste wach. Juti, dann hast du jetzt minus zwei. Wieso minus zwei? Weil du die ganze Nacht nicht geschlafen hast, viel unterwegs warst. Das habe ich nicht gesagt, dass sie... Ich habe nicht gesagt, dass sie nicht schläft. Wie lange denn? Weiß ich nicht, so 5-6 Stunden halt wahrscheinlich. Okay, wenn du jeden Tag 5 Stunden schläfst und du hast gesagt, du bist immer übelst fertig und schläfst übelst wenig, dann wirkt sich das irgendwann aus. Ich weiß es nicht, wie lange sie halt normalerweise schläft, aber ich glaube, dass sie wenig schläft. Und schlecht hast du immer gesagt. Und der Mensch ist dafür gar nicht gemacht, habe ich gehört. Eine Weile lang hält man das schon ganz gut aus. Ja, aber das geht schon eine ganze Weile, ne? Das stimmt. Und du hast nicht den... Weißt du, Kaban, der kann sich wenigstens noch einen Schlummertrunk gönnen. Da schläft man tief und fest. Oder, Daddy? Ja, sicher. Deswegen mache ich das ja. Ja, sicher, hat er gesagt. Siehst du mal. Prost übrigens. Prost. Das stimmt, Jojo schläft nie durch. Die Pen wird halt einfach permanent immer wieder wach. Das kann nicht gesund sein. Tja, deswegen schläft sie ja so ungerne. Siehst du, und deswegen hast du minus zwei. Okay. Aber da wird jetzt deine komische Beinverletzung, falls sie heute ist, nicht drauf addiert. Die ist nicht extra. Siehst du, das muss ich nochmal auswürfeln. All inclusive heute, also musst du nichts auswürfeln. Was für ein Service. Siehst du mal. Du meinst, super. Das Teil dessen. Genau. Super.
Du meinst, Jojo hat richtig gute Laune. Ich schreibe dir nicht vor, was du empfindest. Aber dafür gibt's ja noch den schönen Cheer Me Up Zauber. Da sieht man es wenigstens nicht. Toll. Das macht es gleich viel besser. Für sie schon, weil sie wenigstens nicht sich nicht die Blöße vor anderen geben will. Das ergibt Sinn, wie so ein Japaner. Ja. Ja. Wir erwachen, alle miteinander. Irgendwie, irgendwann, irgendwo. Na, du ja offensichtlich eher. Aber du wirst ja auch ohne die anderen erstmal nichts machen, das passt schon. Ja, ihr erwacht. Okay. Brennt denn die Stadt schon? Naja, nicht mehr als vorher, sag ich mal. Okay, dann mach keinen Bombenalarm. Nö, das aktuell nicht. Ein paar Häuser brennen schon, ja, aber das war ja die letzten Wochen nicht anders. Ach, das kommt vor. Das kommt vor. Da gewöhnt sich dran. Die wollten nur einen Versicherungsschutz abstauben, die Schweine. Ja, wenn man einmal im Bürgerkrieg war, dann gewöhnt man sich da schon dran. Das stimmt, hier ist eigentlich noch echt alles zivilisiert. Das Russengeheule immer. Ja, dann werde ich kurz mal die Nachrichten checken, ob irgendwie was Neues angefallen ist und dann mal rüberfahren. Nö. Und ja, bis da. Okay. Also, das hatte ich vielleicht noch vergessen. Ihr drei, auch Diddy wird das merken, vielleicht hat Felix, ne? Also so ein Gänger, so ein Digger, so ein ganz lieb aussehender, der, also so eine Schrotflinte, ne? Wenn die jetzt aber relativ nah und dann in den Unterarm, also der braucht einen Cyberarm. Also nur einen Cyberunterarm. Aber der Stumpf, das sieht nicht aus. Das ist echt nicht schön. Ne? Kollateralschäden passieren. Das stimmt. Ja. Ist ja niemand gestorben. Das stimmt. Mehr vielleicht. Und irgendwie nicht auf gehen alle Vlad aus dem Weg. Der ist quasi Moses. Der teilt die Gang. Genau. Jojo geht ihm nicht aus dem Weg. Aber sie spricht ihn jetzt auch nicht. Sie geht auch nicht zu ihm, sagen wir es mal so. Sie meidet ihn aber auch nicht. Ich meinte, dass das ganz nicht, also ich meinte das wirklich direkt, wenn er einen Raum entlang geht und da steht jemand, dann geht der ein paar Schritte rückwärts, damit er nicht in Vlads Weg steht, verstehst du? Weshalb ist denn der so mies drauf? Jemand von euch hat einen Unterarm verloren. Ach so. Wie findest du das so? Naja, ich sag mal, derjenige, der den Unterarm verloren hat, findet das vermutlich beschissener als jeder andere. Ja, aber die anderen finden das gar nicht so cool. Und Vlad nimmt sich das doch zu Herzen. Der ist doch ein leidenschaftlicher Mann. Das stimmt. Und da willst du einfach nicht dort stehen, wo die Linie ist, die Punkt A und B bei ihm verbindet. Verstehst du? Das ist sehr richtig, aber ich glaube, darüber denkt Jojo im Moment gar nicht nach. Die ist zu verpennt, um das zu checken. Das ist sie nicht. Okay. Zur Not so wirst du kurz zur Seite. Genau, zur Not wirst du kurz zur Seite gezogen. Und dann wirst du das auch quasi dargelegt bekommen. Oder Diddy kommt gerade rein. Gaban kommt gerade aus dem Dings geschlurft und kratzt sich die Eier. Du wirst kurz einen Schritt weggezogen. Vlad geht an der Bar entlang in sein Zimmer und ruppt dort ein paar dreckige Gläser runter und knallt die damit durch den Raum. Ist das verständlich? Ja. Jo. Sehr gut. Jojo macht sich wieder los, geht in die Küche und holt sich Kaffee. Lecker. Ja. Wenn sie wieder zurückkommt, hat sie sowohl Kaban als auch Xu eine Tasse mitgebracht. Aber diesmal schwarz, nehme ich an. Yep. Sehr gut. Aufgezeichnet. Dann habe ich mir mal kurz Kaban und gebe mal die Informationen, die ich über den Typen da von ihm rausgefunden habe. Vielleicht interessiert sie ihn ja. Okay. Ja, ich wusste jetzt auch nicht. War unsere einzige Spur. Ist richtig. Mal gucken, vielleicht können wir in diese Geschäfte reingehen, aber... Jojo gesellt sich wieder dazu, die lässt sich gerade ungern ausschließen. Ja, alles gut.
Nächster Schritt, Büro. Büro? Büro. Ja, irgendwo heute Nacht halt. Ja, ja. Ach, das Büro. Wir könnten auch den Typen von Kaban finden, das wäre doch ein Ansatz. Ja. Ich glaube, im Büro finden wir nichts mehr. Ich habe noch ein bisschen was gefunden und ich gebe ja auch die Infos. Wann war denn das? Ich habe gestern, kurz bevor ich eingeschlafen bin, in der Matrix. Nein, nicht wann du die Infos gekriegt hast, sondern wann er da rausgeflogen ist. Drei Wochen. Nicht ganz. Ungefähr vor 3 Wochen. Das ist doch eigentlich auch schon eine kalte Spur, aber ich weiß nicht, was wir sonst machen sollen. Ja. Keine Ahnung. Versuchen wir es halt. Jo. Und irgendwann, wenn das auch nichts ergibt, dann, keine Ahnung, gehen wir nochmal in das Büro. Ich meine, in der Wohnung haben wir auch was gefunden, was die anderen nicht gefunden haben. Vielleicht ist es ja im Büro genauso. Ja. Wäre glücklich. Aber ich glaube irgendwie nicht dran. Ja, und ich, aber keine Ahnung, was wir sonst machen sollen. Irgendwas müssen wir machen. Das stimmt. Also, was haben wir da nochmal alles gefunden? Das war das Bild von meinem Dude. Das war ein Reisepass. Das war Ticket. Geld. Wollte sich absetzen. Heißt es. Sag mal, Alter, hast du dir da gerade Schnaps in einen Kaffee gekippt, du Arschloch? Was? Ich bin müde. Hä? Zum Wachwerden. Bist du total bescheuert? Was? Du siehst auch nicht gerade so aus, als du geschlafen hättest. Als ob. Ich hab dich gerade kurz nicht verstanden. Du siehst auch nicht so aus, als hättest du gut geschlafen. Ja, und? Egal, ich hätt's. So. Schmeckt übrigens richtig lecker. Sicher, macht wach. Ja, wie da brennt gesagt, da ist richtig viel Energie drin, so Schnaps. Ja, da brennt der nochmal nach. Und dann geht der einfach mal die Pore tiefer, das weiß man doch. Natürlich. Also Kinder, ihr habt ja Kaffee getrunken, war lecker. Ja. Juti. Dann. Ja, Möbelhaus, keine Ahnung. Richtig. Tagsüber können wir nicht zu dem anderen Laden hin und den haben wir ja nun schon hinlänglich beobachtet, da wissen wir ja, was wo wie ist. Zumindest habe ich das so verstanden. Wir waren ja sogar schon drin. Ja, Möbelhaus gucken gehen. In die, wo er nicht rausgeflogen ist. In die, wo nicht rausgeflogen ist, okay. Irgendwie ein verdächtiger Wagen davor. Nee. Also ich meine, wow, das könnten ziemlich viele Riggerkarren sein, weil wenn man Möbel abholt, dann hat man meistens große Autos. Aber keiner, der irgendwie hart modifiziert aussieht. Irgendwelche verdächtigen Personen da? Vielleicht. Unsere Zielperson irgendwo auf der Straße. Ich sag mal, ist das das, wo er jetzt rausgeflogen ist oder nicht, sagt Jojo irgendwie. Als wir davor stehen. Das ist jetzt eins, wo er nicht rausgeflogen ist. Ja, warum sind wir dann hier? Ich hab gemeint, ich soll hierher fahren. Nein, in das, wo er rausgeflogen ist. Warum der? Da wird er doch nicht aufhauen. Ja, aber wenigstens warum? Vielleicht gibt's ja irgendeine Möglichkeit und vielleicht gibt's ja irgendwas, irgendeinen Hinweis halt, dass wo er nicht rausgeflogen ist, dafür, dass er da ein paar Mal im Jahr hier rumflitzt, weißt du, die Chance, da können wir vielleicht wenn wir jeden Tag stehen, in 2 Monaten mal Glück haben oder so. Dann fahren wir zu. Bis dahin sind wir alle Gemüse. Ach so, während du wegfährst, um deine Frage zu beantworten. Nein, keine verdächtigen Personen. Okay. Und dann fahrt er zu so einem Ding, wo rausgeflogen ist. Und da seid ihr dann da. Da sind auch keine verdächtigen Personen. Und nicht übermäßig verdächtige Wagen. Übermäßig?
Naja, wie gesagt, könnte halt Rigger Khan dabei sein, aber es sieht jetzt nichts hart modifiziert aus. Okay. Geht einer rein? Ist ja nur ein Möbelhaus. Nee, wie wollen wir jetzt fahren, wie der jetzt rausgeflogen ist? Ich hab hier noch Latexmasken von vor. Nein, ach Quark, Bild. Hier. Von dem Typen meine ich. Ja, ja, hier. Okay. Das ist der. Wo ich kenne ihn noch mit Bart. Bart. Jojo geht zu einem der Sicherheitsleute, die dort sind. Da sind keine. Das also nicht außen. Nee, sie geht rein. Okay. Das ist also wie ein Ikea aufgebaut, tatsächlich. Also, ne, du wirst schon, da am Anfang ist so ein Dude und dann kannst du da durchgehen und am Eingang, dort siehst du auch keine Sicherheitsleute. Die sind dann eher dort hinten in der Packstation. Okay. Ne, sonst geht sie zu einem der Mitarbeiter, die dort sind. Ne, direkt am Schalter quasi, vorne ist einer. Ja. Ja, guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Ich hoffe, Sie haben ein ganz volles Problem gemacht. Wir haben die besten Preise, aber es ist so viel tolle Ware, da werden Sie sich gar nicht entscheiden können, was Sie heute kaufen. Ich kann vor allen Dingen das Sofa empfehlen. Es ist kein Sofa mehr, es ist eine Wohnlandschaft, das wir hier haben. Es heißt, es nennt sich Agathe. Wirklich ein hervorragendes Stück. Bequem, anschaulich, in jedem Stoff, den Sie sich vorstellen können zu haben, mit jedem Bezug, mit jedem Weiche- und Härtegrad, das ist ein ganz tolles Ding. Kann man ausziehen, kann man benutzen für zum Beispiel eine Schlafcouch für Übernachtungsgäste, aber es bietet auch geräumigen Platz, wenn Sie sich mit Ihrem Partner zum Beispiel einfach hinkuscheln möchten oder dergleichen. Ehrlich gesagt, habe ich ein ganz anderes Problem. Ach so, wie kann ich Ihnen denn helfen? Es geht um eine Freundin von mir. Die hat in letzter Zeit ziemlich Ärger mit so einem Typen gehabt und der stellt ihr immer wieder nach und all solche Sachen und sie holt jetzt ein Foto raus. Naja, und er hat hier wohl vor ein paar Wochen auch Ärger gemacht und wir wollen jetzt, oder sie jetzt so langsam aber sicher irgendwie mal Maßnahmen ergreifen können, aber dafür bräuchte man halt irgendwie mal ein bisschen mehr als den blöden Spitznamen und vielleicht können sie ja helfen. Ich habe mal übrigens für dich Edge gewürfelt, ne? Ach, der, ja, der ist mir auf jeden Fall in Erinnerung. Ein ganz, ganz furchtbarer Mann. Also wie kann ich da jetzt nochmal helfen? Was möchten Sie da? Na, wenn es geht, Namen und eine Kontaktadresse, damit wir die Polizei wenigstens mal oder jemanden zu ihm hinschicken können und gerichtlich überhaupt mal was machen können. Seien Sie ganz beruhigt, die Polizei wird sich sicherlich sehr bald darum kümmern, es kommt alles in Ordnung. So einen Mann kann man ja auch überhaupt nicht frei auf der Straße rumlaufen lassen, das ist ja schon verboten. Also, ich kann Ihnen natürlich jetzt keine Daten geben oder sonstiges. Das tut mir dann sehr leid. Sie würden uns wirklich helfen, wenn sie können, lässt sich da gar nichts machen. Wir versuchen schon seit Tagen irgendwie was machen zu können und es wird immer schlimmer. Bitte. Also, zu dieser Wohnlandschaft gibt es ein ganz, ganz tolles Kissen. Das können Sie erstmal als Trost mitbringen oder so. Ich kann Ihnen da wirklich, aber das kann ich empfehlen, das hat bisher jedem geholfen, ja? Ja, natürlich. Er wirft dir einen vielsagenden Blick zu. Und tippt dann irgendwas an seinem Terminal ein. Ja. Sie nimmt das Kissen mit. Also, na, da musst du erst reingehen, dann holst du dir das scheiß Kissen, das hat er dir noch kurz notiert. Es ist einfach das weichste Kissen, das du je gesehen hast. Das ist übrigens eine Lüge, alle Kissen sind gleich weich. Aber du hast es dann bezahlst du das
Und dann hast du quasi da leider ein Kundenkonto anlegen müssen dafür, denn das macht man hier. Und über die Kundenkonto-Dings kriegst du dann vielleicht nochmal eine Nachricht. Da könnte zum Beispiel ein Name drinstehen, ohne Lieferadresse. Da könnte sogar drinstehen, was er sich hat liefern lassen. Das sind so hier feldbettenmäßige Sachen, aber zum Einklappen, die man gut zum Beispiel in Van reinschrauben könnte oder so. Mhm. Okay. Der steigt ganz groß ins Business ein. Sichi, Richard Schleuser. Ja. Alles klar. Memo irgendwann nochmal zu dem Typen gehen und sich irgendwie bedanken. Nichtsdestoweniger wird Jojo dann irgendwann auch wieder rauskommen zu den anderen. Jo. So. Na? Na? Möchte irgendjemand von euch ein Kissen haben? Gerne. Ich mag die Marke, die ist super weich. Ja. Ich schnapp mir das Kissen. But I was successful. Es verströmt einen leichten Duft. Riecht lecker, schmeckt auch gut. Riecht lecker, meine ich. Ich verfüge nun über einen Namen und über eine Lieferadresse. Sowie eine Liste der Dinge, die er sich hat liefern lassen. Oha. Yep. Ach so, da waren weiterhin Sachen drin, wie zum Beispiel Raumteiler, die, also so wandmäßige Raumteiler vor allen Dingen, die sich dadurch auszeichnen, dass die Oberfläche so geschaffen ist, dass man jeden Scheiß drüber kleben kann. Und Folie, die hier nicht das Chamäleon-Zeug, aber quasi so wie, du kannst jede beliebige Sache drauf projizieren und das sieht ziemlich gut aus, weil die Qualität von dem Zeug, was ich gekauft hat, recht gut war. Alles klar. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir zu der Adresse kommen. Es handelt sich um eine Abfüllstation von Düngemittel von Evo, hier Tochter, weißt schon, Chemikalien-Shit. Da ist, also nicht direkt da, sondern da gegenüber ist quasi direkt angeschlossen, weil sie es lohnt. Ein großer Parkplatz, den man mieten kann für Lastwagen und ähnliches. Und der ist in, wie heißt denn der Stadtteil? Oben rechts Bergowol, also quasi schon ziemlich am Stadtrand. Und ist der wie voll, der Parkplatz, wenn wir da ankommen? Naja, warte mal kurz, der ist nicht so voll, nee. Aber ich sag mal, da fallt ihr mit eurem Wagen jetzt natürlich auf, weil da ist ein scheiß Lastwagenparkplatz. Ja, vorbeifahren, das ist nicht so voll, nee. Du hast ein paar Lastwagen da, ich bräuchte mal Wahrnehmung und Intision. Mit Sichtverbesserung oder sowas? Oh ja, heute können wir das mal machen. Aber nur, weil heute Montag ist. Ist doch immer Montag. Ach so. Ich bin ziemlich blind. Du bist ja auch müde. Ja. Ich sehe mehr. Kaban sieht alles. Ich sehe alles, ja. Habe ich ja gerade Poser gehört? Sollte mir auch Schnaps in den Kaffee tun. Das stimmt nämlich. Also keine Ahnung, warum das du sagst, macht. Du sagst, das wäre leicht. Du musst halt auch auf den richtigen Stand kommen. Dann geht das. Hätte er sich keinen Schnaps reingekippt, hätte ich ihn schon fast einen Würfel abzugeben müssen. Hat Kaban eigentlich einen Flachmann mit? Noch nicht. Glaube ich. Mit deinem Wagen würdest du ihn eh nicht sehen. Was?
Er hat gesagt, mit deinem Wahrnehmungswurf würdest du ihn eh nicht sehen. Da könnte er vor deinem Gesicht trinken und du wirst es ja nicht mitkriegen. Das ist ja auch viel weiter oben. Ich gucke ja auch auf seinen Bauchnabel, wenn ich Glück hab. Das stimmt. Also, da sind, wie gesagt, mehrere Lastwägen. Da ist vor allen Dingen einer, da werden auch andere Waren umgeschlagen dann dort prinzipiell. Also dort in der Nähe zumindest. Aber bei dieser Füllstation hast du ja natürlich verschiedene Tankwägen. Wir alle lieben ja Tankwägen, es sei denn, irgend so ein Vollidiot kackt rein. Tankwägen sind ja offenbar in Mode bei Riggern. Bei dem einen zumindest sieht Kaban und nur Kaban eine recht gut versteckte Seitentür vorn. Also von dem Tank natürlich. Dann bedeute ich da einmal mit einem bedeutungsschwangeren Blick hin und sage, dort eine Tür. Geht sie auf? Bleibt sie zu? Wie wird sie sich entscheiden? Ob du richtig stehst, sagt dir gleich das Licht. Weißt du, wenn das Licht angeht? Ja, ja. Ampel ist grün. Fahren. Heute Infinitive. Wie man sie richtig benutzt. Fahren. Ab was für einer Größe würde man hier nicht auffallen, wagentechnisch? Nichts. Achso, ich dachte gerade schon dich. Das ist. Du fällst überall auf mit deiner Größe. Industrieller Fahrzeug. Könnte ich mir vielleicht was bei den IC-Brechern organisieren oder? Nee. Die haben keine Tank- oder Lastwagen mit großen Anhängern. Auch ihr habt das nicht. Das weiß ich. Jedenfalls nicht auf Vorrat. Könnte man sich klauen. Am besten auf einem solchen Parkplatz. Wie wär's mit dem Lastwagen mit der Tür im Seitentank? Finde ich plausibel. Seitentür im Tank. Ich wollte schon immer so einen Lastwagen haben. Den kann man definitiv mehrfach benutzen, zu Mehrzwecken benutzen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, der fährt wieder zurück. Zum Beispiel als Klo. Nee, das verstehe ich nicht. Ob Immer Morf klüger war und irgendwie eine Campingtoilette reingebaut hat? So ein Chemikalienklo? Ja, da gibt's schon schlaue Leute da. Zum Beispiel mit Fäkalienbehälter. Ah ja, stimmt. Nee, diese Leute kann ich nicht ab. Ich auch nicht. Ach, alles klar. Also entweder wir steigen jetzt auf, wir halten jetzt hier irgendwo in der Nähe und laufen hin und hoffen. Oder wir fahren drauf und machen jetzt die Nummer mit heiß und fettig. Nur zur Info, es dämmert übrigens schon, weil ihr habt ja eine Weile geschlafen und alles. Dann fährt er bestimmt bald. Das wollte ich damit nicht sagen, nur dass es dunkel wird. Okay, dann sollten wir zumindest in der Nähe anhalten und irgendwie das Ding mal im Auge behalten. Vielleicht, wenn wir es sogar, na wobei, es gibt ja Sensoren in den Rädern, die würden ja checken, wenn in den Rädern zu wenig Luft ist oder sowas. Ja, war der von irgendwie verstärkt? Das sind die meisten dieser LKWs, aber nicht über alle Maßen. So ein bisschen Panzerung haben die ja immer. Also wenn ich jetzt in meinem Auto vor ihm hinstellen würde, so, ne? Könnte nicht einfach Gas geben und mich wegschieben? Das ist ein kompletter LKW. Doch. Also der hat ganz schön viel PS so. Ja, okay, keine gute Idee. Also ich meine, der macht dein Auto nicht kaputt, der macht sein Auto nicht kaputt, aber er schiebt. Ich meine, der transportiert ja 48.000 Tonnen Dünger. Genau. Jo. Gibt es denn hier quasi in der Nähe ein Haus, was ich dafür benutzen würde, um dir Leute drin zu stecken? Im Industrieviertel? Das ist immer so eine Sache. So ein Kett. Reichhaltig, aber da ist meistens alles ein bisschen unübersichtlich. Also du kannst ein paar ausschließen, wo man niemanden verstecken könnte, aber nicht jedes hat ja einen krassen Zaun, das ist extraterritorial. Hörst du auf diesen Knopf zu drücken, Schlampe? Ich bin noch nicht fertig! Also. Aber ein paar anderen, wie gesagt, da gibt's viele Versteckmöglichkeiten, weil manche Maschinen oder ganze Fabrikteile ja ohne Menschen funktionieren und
Sicherheit kann man teils umgehen, wenn man sich auskennt. Das heißt, da könntest du echt an vielen Orten Menschen verstecken. Meister? Nicht unendlich viel auf einmal, aber ja. Und jetzt sprich, Schlampe. Zwei Fragen. Erstens, ich habe Safe House, das kenne ich hier in der Nähe, was, wobei nicht Schmuggler, ich kenne auch Schmugglerrouten, aber nicht Schmugglerverstecke, schade eigentlich. Nummer zwei. Ich habe Schmuggelverstecke. Lässt sich dieser, aber du bist noch nicht lang genug in Moskau, nehme ich fast an. Das sehe ich auch nicht als Schmuggelversteck, ehrlich gesagt. Okay. Nummer zwei, lässt sich der Tankwagen vom Führerhaus entkoppeln? Natürlich. Ist das nur per Software oder ist das auch problemlos mechanisch möglich? Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass du es mechanisch entkoppeln kannst, aber die Software meldet, dass es passiert. Hätte ich vielleicht eine Ahnung vielleicht über Architektur? Über Architektur? Achso, von den Gebäuden. Ja, du kannst es weiter eingrenzen, aber es sind echt noch viele Möglichkeiten, weil die müssen ja nicht unmittelbar hier sein. Ja. Und man weiß auch teils nicht genau, welche Fabrikanteile vielleicht schon geschlossen sind und welche nicht, weil das müssen sie dir ja nicht zwingend sagen. Andere Frage, wem gehört eigentlich das Gebiet hier? Niemanden. Okay. Doch Konzernwelt. So, Herr Rigger, welche Möglichkeiten würde man jetzt ergreifen, um irgendwie dieses Fahrzeug so zu machen, dass man merkt, wenn dieses Fahrzeug in irgendeiner Form manipuliert wird? Oder wenn beispielsweise ein Sender oder irgendwas ähnliches an diesem Fahrzeug platziert wird, damit man es gegebenenfalls verfolgen kann. Naja. Go. Wir können eine Drohne drüber kreisen lassen, das wäre eine Möglichkeit. Wir könnten eventuell am Auspuff vielleicht, nee, es wird zu warm. Das sind keine Sensoren. Aber eine Drohne ist doch irgendwie, können die das Signal nicht abfangen? Das Problem hatten wir doch schon öfter, dass solche Drohnensignale schnell abgefangen werden können von Leuten, die wissen, wonach sie suchen müssen. Ja, aber der sucht nicht danach. Sicher? Bist du dir sicher? Ich würde danach suchen. Naja, suchst du gerade danach? Nee, aber ich bin auch kein Ricker. Ich hoffe, du suchst danach. Das ist ein übelst gutes Argument eigentlich. Ich meine, machst du Steady und ja, du könntest das. Tu nicht so. Ich kann das auch nicht so gut. Ach, komm. Schwätzer. Hätte ich irgendeine Ahnung, wo man das machen könnte? Ich habe ja Bodenfahrzeuge und Fahrzeugmechanik. Nee, aber was genau machen könnte? Irgendwie einen Peilsender anbringen, ohne dass er bemerken würde, über irgendwelche Sensoren. Mach mal Logik, Fahrzeugmechanik. Hey. Was denn? Ich habe keine elektronische Kriegsführung, ich weiß sowas nicht. Okay. Du kannst es auch würfeln, das würde ich auch noch zu Fahrzeugmechanik. Ich dachte, du bist schon erwachsen. Du kannst das selber entscheiden. Okay, dieses Fahrzeug, da gibt's in SR4 gab es eine übelst coole Modifikation, die war übel aufwendig. Und zwar erkennt und deaktiviert die RFID-Sender an deinem Fahrzeug, wenn die dran gepappt werden. Das ist quasi ein Tech-Eraser, bloß besser. Okay. Man könnte natürlich immer irgendwie was reinbauen. Es gibt Stellen, die davon nicht unbedingt betroffen sind. Da müsste man aber Teile vielleicht erst aufschrauben. Und selbst wenn ich sage, okay, ihr habt meinetwegen ein bisschen Werkzeug dabei, also unauffällig ist das dann natürlich nicht unbedingt. Wir nehmen uns einen Einweg-Comlink, parken das außerhalb der Hülle, sodass es halt weniger Platz verbraucht. Mit Panzertape. Da müsst ihr aber zu der Idee, müsste ich nochmal kurz eine Frage stellen. Und zwar, du glaubst, dass er Drohnensignale aufspüren könnte, aber Comlink-Signale nicht. Ja, noch nicht aussprechen. Verzeih! Ich hab mir was von Flumir abgeguckt. Böse Eigenschaft. Also, man programmiert das Comlink so, dass es die GPS-Signale empfängt und aufzeichnet. Und einmal innerhalb von 12 Stunden plus minus eine zufällige Zahl von 3 Stunden, also bis zu 3 Stunden, wegschickt diese Daten. Und dann wieder in stummen Modus schaltet, also versteckt.
Dann. Ja, beziehungsweise das Signal ausschaltet sogar. Dann dürft ihr das Ding nicht finden. Weil wenn das einmal innerhalb von wenigstens, also ne, circa 12 Stunden passiert, dann ist das halt wenig und schwer aufzuspüren. Da muss er genau zum richtigen Zeitpunkt gucken. Aber ob uns das jetzt viel bringt, alle 12 Stunden? Ja, bringt uns das vermutlich nicht viel. Und zum Zweiten wissen wir ja nicht, wo er dann ist. Das heißt, die Möglichkeit besteht sehr wohl, dass das Comlink außerhalb der Reichweite von irgendwelchen Masten ist. Jo. Oder er ist ein kluger Rigger und benutzt einen Schwersender. Eins möchte ich noch dazu erwähnen. Ihr befindet euch ja am Stadtrand und da hat man jetzt ein bisschen Sicht. Und da empfängt man ja anderen Spam als sonst, zum Beispiel von den vielen privaten Flughäfen, die es um die Stadt verteilt gibt. Die dann in, keine Ahnung, halbe bis zu 2 Stunden Entfernung Fahrzeit liegen. Meinst du, sie sind im Flughafenhotel? Die hat doch noch die scheiß Flugtickets. Aber dann hätte sie doch die Flugtickets mitgenommen. Wann würde eigentlich der nächste Flug nach Ding gehen? Da gibt's echt viele. Also das zum Teil sind die Privatflughäfen auch so. Du kannst ja auch privat. Kann ich vergessen. Wenn du gut dich mit der Luftdings verstehst, dann kannst du ja sagen, du, ich müsste mal jetzt in der nächsten Stunde fliegen, kriege ich eine Erlaubnis. Na klar, easy. Deswegen kann man das nicht unbedingt. Ist es nicht unbedingt ersichtlich. Okay. Und manche böse Buben, die nutzen ja nicht mal ein Ticket dann, um zu fliegen. Ne? Ja, kann man vielleicht irgendwie nachvollziehen, ob die Dame irgendwie den ein Ticket gekauft hat in letzter Zeit, also in dieser Zeit. Nee. Jetzt unter dem Namen, die wir haben. Nee. Okay. Oh, doch, aber eins wisst ihr, und zwar von heute Morgen 9.30 Uhr bis vor 2 Stunden gab es ein Flugverbot tatsächlich für alles unter A-Konzerngröße. Die durften natürlich schon, aber und Drohnen, aber alles, was bei den privaten Flughäfen sich abspielt, da durfte eigentlich niemand abheben. Genaueres drüber? Das der Terrorismus, also das ist zum Schutz der Moskauer Bevölkerung, aber die Lage ist völlig unter Kontrolle und außerdem sind wir professionell und das hat sich bald beruhigt, wir können dann bald wieder alles starten und die wirtschaftlichen Schäden sind kaum zu benennen und außerdem sind ja die Orks schuld. Terrorismus. Und Cybercrime. So, also Cyber, wissen Cyber. Wir gar nicht. Bitte? Im Grunde wissen wir nichts. Ich wüsste, dass da niemand abheben konnte. Okay. Es sei denn, sie ist mit einem A-Plus-Konzern weggeflogen. Wann hat Kaban dann nochmal seinen Typen angerufen? Später, glaube ich. Spätabends. Okay. Nee, nicht spätabends. Es war schon irgendwann mittags. Ihr habt ja letztes Mal die Nacht durchgemacht und ihr wart in ihrem Haus erst so gegen so 8 Uhr morgens oder so ein Shit. Ach so, okay. Okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einfach zu dem Ding gehen und die scheiß Tür aufmachen? Und dann einfach irgendwie. Nein, ich suche es wen. Wenn er überhaupt da ist, vielleicht ist er auch ganz anders. Oder er fährt dann weg. Dann fahren wir nochmal vorbei und wir schauen erstmal, ob da irgendwie Kameras und so weiter, ne? Weil darauf habe ich jetzt diese nicht Trennwände, ne? Die der sich gekauft hat. Ja. Und wie groß waren Kameras? Wie groß waren die und sind die eher fürs Interieur quasi oder kann man die auch eventuell in sein Auto einbauen? Ich glaube nicht, oder? Klar kann man das. Die sind ja nicht besonders dick, die sind so 5 mm dick. Die sind prinzipiell Türhöhe und dreifache Türbreite. Ja, doch, dreifache Türbreite, aber er hat sich ja mehrere davon gekauft. Aber das ist doch eigentlich am sinnvollsten für einen Container. Nicht für so ein umgebautes Teil. Eben. Weil in diesen Tankwagen ist ja übelst wenig Platz. So meine Vermutung geht eher dahin. Wieso ist da wenig Platz? In so einem scheiß Tankwagen, weil der rund ist. Die sind ist. Riesig. Ich weiß, dass die, wie groß die Dinger sind, aber die sind auch nicht so groß wie ein normaler Containerwagen. Das stimmt.
die sind kleiner und da brauchst du solche, da kannst du im normalen Containerwagen kannst du dann solche, wenn ich mir gerade irgendwie hier den Türausschnitt angucke, dreifache Türbreite ist zu breit für so einen scheiß Tankwagen. Wie viel hat er sich denn davon gekauft? Drei. Bedenke drei Folgendes. Der Unterschied ist der, machen Sie mal Ihren Container auf und lassen Sie mal Ihren Tank ab. Ja, aber warum dann diese Trennwände? Also ja, die wahrscheinlich, vielleicht ja, keine Ahnung, aber irgendwie gefühlt jetzt von meinem Wahrnehmungsgrößengedingse passt das alles überhaupt nicht. Ja doch, wenn du sie als quer, also nicht als quer, sondern als, wenn du sie in der nicht Länge nach, sondern hier so zwischen Wand und Wand quasi packst. Ja. Und zuschneidest vorher, dann kannst du sie ja auch runter reinstellen. Okay. Passen die denn, passen die Kabern denn durch diese Tür? Wir gehen jetzt einfach nochmal, gehen einfach jetzt direkt zusammenklappbar. Vorbei. Willst du das erledigen, Kabern? Einfach mal an dem Auto kloppen, oder was? Wir können jetzt hier ewig stehen und über irgendwelche Verstecke spekulieren, die wir sowieso nicht kennen, weil wir den Typen nicht kennen. Die einzige Spur, die wir haben, ist dieser scheiß Lastwagen. Das heißt, entweder wir beobachten ihn jetzt, bis er irgendwann wegfährt oder was kommt. Bringt. Ich kenne ihn nicht, weiß nicht, wie er aussieht. Wenn, dann müsstest du die ganze Zeit gucken. Ah doch, wir haben ja ein Bild von ihm. Ha. Aber vielleicht hatte der eine Latexmaske auf, keine Ahnung. Los geht's, komm. Ja, ich klopfe. Keine Zeit zu verlieren. Ich klopfe einfach an den Wagen. Also, ihr stellt euren Wagen auf den Parkplatz oder irgendwo anders in der Nähe? Gibt's auch noch woanders. Okay, gut. Dann steigt Karin aus. Reichweite. Geh da hin und klopft an der Fahrertür. Jo. Ich warte und mach schon mal meine Drohne bereit, falls trotzdem irgendwie was passiert. Ja. Du solltest da weg. Deckung? Achso. Was ist dieses was da losrennt? Ah, ich bin ein bisschen froh, dass du dann doch mal gesagt hast, dass du in Deckung gehst. Ich konnte es nicht mehr lauter machen. Also. Da könnte tatsächlich was detoniert sein, ja. Ist jetzt nicht die Riesenexplosion, aber ich sag mal, du bist taub und fast blind. Zum Glück bist du ja in Deckung gesprungen. Und gut, dass ich quasi Blitzkompensation habe, deswegen bin ich gar nicht so blind, wahrscheinlich. Ja, aber immer noch ein bisschen blinder. Gut. Die ist ja nicht mehr full Dings. Wie sieht denn das Auto aus? Also du drehst dich um, kommst erstmal einigermaßen zu dir, klopfst dir gegen Schädel, gegen dein Schnapsgetränk. Ich weiß, dass du nicht betrunken bist. Danke. Das war nur fürs Flair. Guckst dir das an, versuchst es zu fokussieren und das Auto sieht aus wie vorher. Flashbang. Okay. Die anderen dürfen mal Wahrnehmung machen. Minus 2. Also habe ich jetzt insgesamt minus 4. Aber du hast ja deine Boni. Blitz, also hier Sichtscheiße zählt. Ja, plus 1. Ich habe 3 Erfolge mit 4 Würfeln. Ich finde, das war sehr gut von mir. Sehr gut. Na, Jodi, Jojo bemerkt, dass die Tür auf der anderen Seite der Fahrerkabine aufgegangen sein muss und es ist noch eine geduckte Gestalt wegduckend rennen. Okay, sehe ich das auch? Ja. Nö. Haben wir eine Comlink-Schaltung? Ja. Na, sichi. Andere Seite, Tür, die Tür, Gestalt rennt, da rennt jemand weg. Starte Drohne. Ich versuche mal hinter dem herzulaufen. Mehr schlecht als recht, weil. Ja, ne, du rappelst dich irgendwie auf und versuchst ihm hinterher zu rennen. Eisdecke! Okay. Ja, du hast jetzt aber nicht unbedingt deine Sichtweite, da müsstest du schon ein bisschen hin. Ja, dann gehe ich halt ein bisschen hin oder laufe ein bisschen hin. Du rennst also ein bisschen hin? Ja. Achso. Jutti. Also, Didi. Drohne starten, willst du dann einspringen oder willst du irgendwas anderes? Ja, hätte ich jetzt Colt gesagt, ja. Okay. So, das heißt, du wirst dann später als erstes auf jeden Fall dran sein. Der Typ. Mann oder Frau? Mann. Okay. So, Jojo kann jetzt das Auto nicht bewegen, das heißt, du musst aussteigen und hinrennen. Ja, okay. Also, wir machen das folgendermaßen. Wir machen nicht so einen Scheiß wie ihr nie. Ihr seht, wie der Typ losrennt. Immer versucht, zwischen ein paar LKWs Deckung zu suchen. Unter einem durchkrabbelt.
dafür braucht er länger, als er brauchen sollte und dann weiter rennt. Dann hat er da was versteckt. Das kann sein. Maybe. Kümmern wir uns später drüber. Ich würde hinter ihm herrennen. Okay, die Drohne fliegt auch in seine Richtung. Jojo rennt auch in seine Richtung. Je nachdem, wenn ich ihn sehe, reicht mir das ja. Vielleicht jemand Richtung Auto? Vielleicht? Ja, ich wollte eigentlich in Richtung Auto. Ja, ja. Da er rennt, müsstest du das Eisfeld ja erstmal abpassen, dass es in seiner, weißt du, wenn du das machen willst, dass es da quasi drüber läuft. Das heißt, du musst ja ein bisschen abschätzen. Das ist ja gar nicht so klein eigentlich. Das kommt an. Was für eine Forst denkst du denn gerade? Forst 2 oder so. Also 4 Meter, das ist tatsächlich nicht ganz so klein. Kannst du mir fast noch sogar schon unter die Füße packen. Ja, aber ich will mir nicht jetzt noch den so viel Entzug reinböllern. Und nein, kannst du nicht, das braucht 3 Sekunden. In 3 Sekunden rennt er mehr als 4 Meter. Das stimmt leider. Da muss ich es ein bisschen vor ihn machen, da wird er nicht plötzlich anfangen, Haken zu schlagen. Das stimmt. Also, machen wir deinen Zauber. Dir die folgende Nachricht. Luftkontrolle, Moskau. Spezifizieren Sie die Art Ihrer Drohne und Ihr Ziel in diesem Gebiet. 5er Folge, ne? Das klingt unvernünftig, okay. Der fällt hin. Aber den Entzug, ne? Den müssen Sie doch nochmal angucken, wie der so ist. Nö, ich hab keinen. Das stimmt. Diddy! Ja? Wie gesagt, diese Nachricht. Ich überlege mir schnell eine ähnlich große Drohne. Am besten Transportdrohne. Mhm. Und gebe dann an, ich habe eine Lieferung Richtung diesem Parkplatz. Okay. Nächste Nachricht. Verdachtsunabhängige Stichprobenkontrolle. Bitte okay. Zeigen Sie uns Ihren Lieferschein. Würdest du mir glauben, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte etwas für Notfälle vorbereitet? Erzähl mal was. Vielleicht eines meiner Renraku Lieferscheine. Mal irgendwie sowas noch irgendwo rumliegen hat. Und gibt es halt durch. Selbst wenn du das hättest, müsstest du ja noch das Datum fälschen. Also einen Fälschenwurf kannst du immer probieren. Das wäre Logik minus 1. Ja, wenn ich das hätte. Logik minus 1, da habe ich nichts gegen. Ich glaube, das wird knapp. Naja, probieren. Du hast ja noch Edge. Du hast ja noch Edge. Ah. Du hättest klug sein können und sagen können, ich würfel meine Edge-Würfel direkt mit. Das lässt dir der Spielleiter bestimmt zu. Ja. Kannst du machen. Der Befehl ist dann SRE, Leerzeichen, Anzahl der Würfel. Wenn du das wünschst. Ich glaube irgendwie. Okay. Wie wäre der Befehl? SRE und dann so wie auch sonst. Und das wären dann die 4 Stück, oder? Wie viel Edge hast du? Ja, genau, 4. Ah, das sieht schon besser aus. Also die werden sich für deine Kooperation bedanken und für die Unannehmlichkeit entschuldigen. Aber nur, weil es eine automatisierte Nachricht ist. Okay. Der Typ fällt hin. Gaban ist auf jeden Fall am nächsten dran. Aber ja, einen Blick habt ihr jetzt alle. Ja, ich renn zu ihm. Auf den letzten Meter bin ich kurz. Ja, warte mal kurz. Du meinst also, du rennst zu ihm bis auf ungefähr 2 Meter Entfernung. Wenn du mich halt quasi nicht die ganze Zeit unterbrechen würdest, ja. Kann ich nicht. Würde ich halt das versuchen abzupassen, dass ich halt nicht in die Schlitterwolke packe. Also, nur so kurz vorher stehen bleibe. Ja, also klar kannst du das machen, ja. Du kannst nur nicht direkt zu ihm und jetzt irgendwie ihm den Arm ausrenken und so ein Shit, ja. Hatte ich eh nicht vor. Ach, das wusste ich ja nicht. Ich habe übrigens auch keine Waffe gezogen.
verstehe, du bist da. Ganz ruhig, Chama. Ich wollte nur mit dir reden. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Ich reiche ihm meine Hand, so dass er aufstehen kann und zu mir kommen muss dann. Ja, mach aber jetzt mal bitte ausweichen. Ah nee, warte mal. Du machst erstmal eine Überraschungsprobe. Das wäre quasi ein Inni, wo für ein SR4 war. Boah, der schießt auf mich? Ja. Der Wichser. Fotze. Ja, wir müssen ihn eh umlegen. Aber erst nachher. Wir müssen erstmal mit ihm reden. Der hat Infos, die wir brauchen. Ja klar, Alter, da fick dich da. Dann machst du jetzt ausweichen, aber du kriegst minus 2, du hässliches Schwein. Habe ich eigentlich schon Edge wieder? Ich glaube, eins fehlt mir noch, ne? Na ja, dann fehlt mir noch eins. Ist das dein Ausweichenwurf gewesen? Ja. Ja. Es gibt einfach Zeiten, wo das Wort AFK nicht mehr reicht. Oh, doch, aber es heißt dann Away from Kackbratze. Eieiei. Naja, es ist aber ja auch schwer, wenn du irgendwie versuchst, Halt zu finden und die ganze Zeit immer wieder ausrutschst. Der schießt doch nicht selbst neben dir Peitschenschuss entlang und trifft den Wagen hinter dir. Der Typ liegt immer noch am Boden, der hat sich auch nicht angeguckt. Der war beschäftigt offensichtlich. Er hat mich nicht angeguckt. Nee. Er hat halt wahrscheinlich seine Drohne geschickt, um mich umzubringen. Das könnte passiert sein. Ja, dann werde ich ihm jetzt quasi... Das tut mir auch leid, aber ich werde ihm jetzt meine Pistole ziehen müssen. Ja. Schlag ihn nur K.O., das reicht doch. Aber der kommt doch nicht ran. Und dann müsste er Nahkampf würfeln. Obwohl doch, ich könnte... Der Nahkampf, nein. Der Typ ist ein Rigger, das ist ein ziemlich nah an einem Hacker. Das ist, geht gar nicht. Das stimmt nämlich. Und auf dem Eisfeld ist er quasi sein natürliches Habitat. Ja, die machen noch nichts anderes, als auf dem Eis zu tanzen. Das stimmt nämlich. Riggers sind Eismagier. Ja. Ich, ich würde quasi meine Pistole ziehen und auf sein Bein zielen. Und schießen, quasi, wenn ich dafür Zeit habe. Achso, da schießen wir es auch noch. Jo. Also, du schießt in sein Bein und... spritzt nicht direkt ein bisschen Blut, aber dann läuft ja ein bisschen Blut raus und der hat Schmerzen offensichtlich. Drohne deaktivieren, aber sofort. Okay, Mann, Alter, fick dich. Sorry, Mann, du hast angefangen zu schießen. Mach mal bitte ausweichen. Ich ziel schon mal auf die Drohne. Du hast sie noch nicht gefunden. Du darfst einmal Wahrnehmung, Intuition würfeln. Vielleicht findest du sie gleich. Jetzt müsstest du aber nochmal Schadenswiderstand machen, Daddy. So, warte mal kurz. Ich müsste erstmal dieses Dokument aufmachen. Aber Diddy muss ja eh nebenbei würfeln. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Das stimmt. Ach ja, also, bekomme ich nicht plus 1. Hast du ja jetzt eh gefunden. Ja. So, Daily, was hast du? 6 Erfolge, ne? 7. Okay, dann erhältst du jetzt von mir geschenkt 3K. Der Schuss, aua, geht jetzt quasi, keine Ahnung, ich finde, mal schönes. Und der wird nicht entdeckt von den Leber. Geist. In die Lebergegend. Also der dringt ja nicht in die Leber ein. Keine Sorge, aber quasi direkt dort Plastikkugel ein, die dringt ja nicht besonders tief jetzt ein, aber du hast dann quasi dort einen übelst großen blauen Fleck, damit die Leber sich schon mal an Schmerzen gewöhnt. So, Diddy, du hast die Drohne gefunden und du bist auf jeden Fall mit der Drohne super schnell, weil du bist ja eingerickt. Das war Geschütze plus Flugzeuge, ne? Nee, und Geschick. Na, umso besser. Ah, mein Wurf ist drüben. Ach da. Ja gut, die ist kaputt übrigens. Schieß auf die Drohne, sie ist im Arsch. Das war übrigens eine Läuferdrohne.
Schade. Na Jojo, du wolltest ja zu dem Lastwagen, wo der was versteckt hat. Du bist ja jetzt da. Da ist jetzt aber gerade eine Drohne kaputt gegangen. Unter dem Lastwagen. Ah, schade, dann war das das Ding, ja? Da wurde hingeschossen offensichtlich, ja. Okay. Na, deswegen bin ich gewarnt. Naja, da scheint ja zumindest irgendeine Knarre drauf. Na, wobei, ja doch, zur Sicherheit. Das ist eine Schrotflinte. Da ist eine Schrotflinte. Oh, eine Schrotflinte. Ich möchte gerne jetzt mal die Schrotflinte haben. Ich möchte mich geheimisch fühlen. Ah, nee, die ist drauf gebastelt, ne? Also ich meine, das ist quasi nur ein Lauf und der Rest ist in der Drohne drin. Ach ja, ich gebe einen Rückzugsbefehl an die Drohne. Im Auto. Dann... Und es soll tief liegen. Okay. Ja, nehme ich das Ding jetzt trotzdem und gehe mal in die Nähe. Langsam. Kaban. Schlendere. Aua. Das hat weh. So, jetzt aufstehen, hier hinkommen. Oder hast du noch mehr Drohnen? Du bekommst eine Comlink-Anfrage von ihm. Nö. Jetzt, wo wir uns gegenüberstehen, können wir auch miteinander reden. Wenn du wissen willst, wie viele Drohnen hier noch sind, solltest du dir das angucken. Ich lasse. Sorry, aber du bist besser im Comlink, bei den Comlinks als ich. Ich lasse dich da nicht auf. Okay, dann nimmst du jetzt meinen Comlink, was in meiner Arschtasche ist, und guckst auf das Display. Okay, ich guck auf. Ich nehme deinen Comlink. Da ist ein Bild von dir irgendwo aus eurer Erhöhung und da ist so ein roter Punkt drauf mit einem Fadenkreuz auf der Stirn, also direkt quasi. Gibt der Bild Informationen? Also teilst du das Bild an uns? Achso, die macht ihr ja die ganze Zeit. Ja. Okay. Dann suche ich den Winkel ab und versuche die Drohne zu finden. Da bräuchte ich jetzt mal... Ich würfel das am besten selbst. Ich würfel einfach nur, wie gut die sich versteckt. Alles andere ist Schwachsinnsdorten zu lang. Was sagt mir, dass das Ding nicht gefälscht ist? Editiert ist? Was sagt dir, ob du leben willst, du dummes Stück Dreck? Didi, du brauchst noch eine Weile. Unübersichtlich, da hinten ist ziemlich viel Smog gerade. Naja, ich bin hier, um dich zu beschützen vor ihr. Also. Hallo. Er guckt in ihre Richtung. Sie strahlt ihn an. Ihr müsst das guter Bulle, böser Bulle-Ding tauschen. Glaub mir, du bist nicht umsonst auf magischem Eis ausgerutscht, also. Und sie ist böse. Wollen wir einfach nur miteinander reden? Kommt viel besser. Willst du deine Birne in dem Zustand behalten, in dem sie ist? Sie geht jetzt und du auch 3 Schritte zurück. Schnucki, wenn du ihn erschießt, dann bist du Matsch. Oh, na, ich bin ja nicht Matsch, wenn ich ihn nicht erschieße. Nee, eigentlich Matsch. Eigentlich bin ich der die ganze Zeit schützt. Ich hab gesagt, ihr sollt die Rollen tauschen. Nein. Wie kannst du denn der gute Bulle sein, wenn du mir ins Bein geschossen hast? Weil ich dir viel schlimmere Dinge antun kann. Glaub mir. Die ist echt nicht... Ja, schwerer. Didi, weißt du, du hast übrigens eine Horizon Flying Eye gefunden dort in der Nähe. Das passt ziemlich gut zum Winkel. Das ist so eine unbewaffnete, augengroße, sinnlose, geile Drohne. Könnte ein Flying Eye sein. Bin mir nicht sicher. Wie sieht die an? Ziele. Und würde die dann versuchen, aus dem Himmel zu... Folgendes Geräusch. Bild. Ah ja, folgendes zusätzliches Geräusch. Düdü, düdü. Warte mal, nee. Ihr habt übrigens geschossen, falls ihr euch erinnert, ne? Das stimmt. Judy. Er hat zuerst geschossen. Du kommst jetzt mit, wir hauen jetzt ab. Genau, und die Drohne ist kaputt, wie ich gerade gesehen habe. Also, Abmarsch. Schnapp ihn dir. Ich schlapp einmal rüber. Wieder okay, Rückzugsbefehl an die Drohne. Hier Schick und Reaktion. Kann Jojo eigentlich... Nein. Nee, sie kann das Eis nicht zum Schmelzen bringen, ne? Nein. Gott. Stell dir mal vor, der stirbt, weil du jetzt voll auf seinen Kopf fällst. Game over.
Ja, gut. Du bist ja auch, du wolltest ja auch Rigger werden, deswegen kennst du dich auf dem Eis auch raus. Nee, er wollte einfach ich mal. Ich bin eine Eiskunstprinzessin. Er ist die Eismaschine. Du hast ja vorhin schon Curling gemacht, jetzt ist es soweit. Es ist quasi Mr. Piggy. Mr. Piggy auf dem Eis. Ja, die Russen, die sind alle auf dem Eis. Also, du schnappst ihn dir. Ja. Ich wollte eigentlich nur mit dir reden. Du machst so einen Scheiß. Der strampelt natürlich schon, ist klar, ne? Ja, ich nehm den mit. Es stellt sich raus, Rigger sind keine Hacker. Er versucht sich zu verprügeln, wird aber jetzt nicht viel. Wir begeben uns zu dem Auto, beziehungsweise unser Auto geht. Will jemand den Laster weg oder lass mir den da? Der Laster kommt, wird dicht gemacht. Es sind Kameras überall, oder? Oder nicht so überall? Dort generell in der Gegend sind schon ein paar Kameras, ja. Ja, aber ich meine jetzt, die auf den Laster zeigen, die uns gesehen haben, etc. Das kann, ist die Wahrscheinlichkeit schon echt hoch, sag ich mal. Wir können jetzt nichts machen, wir müssen jetzt erstmal weg. Okay, dann, wenn die Aufzeichnungen wenn, dann sind die Aufzeichnungen sowieso irgendwo und wir können jetzt nichts dagegen machen. Ja, ich wollte eigentlich den Wagen schützen, weißt du? Vielleicht sind da ja noch wichtige Leute drin. 10. Aber wir fahren weg. Mit. Na, Juri, es hat sich ja schon mal herausgestellt, dass Xu ein sehr, sehr, sehr geiler Boy ist, wenn es darum geht, vor der Polizei wegzufahren. Das kommt euch erlegen. Fluchtreflex. Der ist ausgeprägt, wie ein Wiesel, sag ich mal. Also ihr schüttelt die irgendwo dann auf einer Hochstraße ab, wo der Verkehr ein bisschen dichter ist und die euch einfach durchschlängelt wie eine dreckige Schlange. So, dann haben wir jetzt Zeit zu reden, oder? Ich kann das erklären. Ich will einfach keine dreckigen Erklärungen von dir haben. Wir haben ein paar Fragen an dich und die beantwortest du uns einfach und dann ist der ganze Ärger vergessen. Wenn ihr anfangt, irgendwelche kriminellen Dienstleister umzulegen, das ist aber nicht gut für euren Ruf. Wir haben bisher genug gestorben. Wir haben bisher noch niemanden umgelegt, oder? Vielleicht bin ich sogar nett und küsse das Auerbubu weg. Der davon hat gesagt, da sind schon eine Menge Leute gestorben. Euer Ruf, Alter, euer Ruf. Halt jetzt deine dreckige Fresse, Mann. Wir haben jetzt ein paar scheiß Fragen an dich, die beantwortest du uns. Und dann kannst du gehen, der da vorne labert Bullshit. Ich reg mich wieder ein. Ja, aber ihr habt schon gesagt, du hast schon gesagt, dass du mich auf jeden Fall zermatschst. Ja, natürlich. Ja, aber noch lebe ich, also kann ich sie noch beruhigen. Nicht wahr, meine Kleine? Ach, komm, lass die Scheiße. Pass auf. Wir suchen jemanden, du weißt, wo der ist. Ich zeige ihm ein Bild dieser Frau. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie fest ist denn meine Verhandlungsgrundlage? Deine Verhandlungsgrundlage ist, sobald wir wissen, was Sache ist, lassen wir dich in Ruhe. Würdest du mir mal kurz diesen Überredenwurf zeigen, den du jetzt machen möchtest? Minus dieser Müdigkeit und minus 1. Nein, minus 2. Also minus 4 insgesamt. Weil du der böse Kopf bist, oder? Weil ich eben schon gesagt habe, dass sie ihn tötet, mehrmals. Aber ich muss ihn nicht umbringen. Ich will ihn gar nicht umbringen. Ich auch nicht. Ich persönlich würde ihn tatsächlich gehen lassen, wenn er uns hilft. Wirklich? Ja, ich auch. Warum soll ich ihn denn umbringen? Dann würfelst du trotzdem überreden, aber nur mit einem der Abzüge, nämlich Müdigkeit, damit er das erkennt, verstehst du? Warum soll ich ihn denn umbringen? Weil das dein Ding ist. Ja. Du bringst ständig irgendwie um. Und weil du es ihm, wie gesagt, schon mehrmals gesagt hast. Also ja, natürlich, um ihn einzuschüchtern. Aber die Situation ja eine andere, da hatten wir ihn ja noch nicht. So, Müdigkeitsabzug, sagst du. Jupp. Naja. Wie viel Edge hast du denn noch? Genug, um das ausgleichen zu können. Ach so. War er wieder voll. Das klingt aber nach einer guten Sache, oder? Okay. Zeichen guten Willens. Ich erzähle euch das, während ihr diese Kugel da rausholt. Okay.
Okay, die wollte weg und es ist ziemlich dringend plötzlich geworden, deswegen hat sich alles verschoben. Ich bin ganz allergisch gegen Blutverdünner und gegen, und ist ja egal. Blutverdünner ist eh Schwachsinn. OT, muss ich eigentlich, um die Wunde zu heilen, die Kugel rausholen? Oder kommt die automatisch raus, wenn ich versuche, ihn zu heilen? Ach, die kommt schon raus, was soll denn da passieren? Ich frag dich jetzt wirklich, sie hat das ja schon öfter gemacht. Wenn sie zu tief drin steckt, dann kommt sie sicherlich nicht raus, aber dann wird quasi das erstmal drumrum geheilt, was ja meistens wichtiger ist, und dann kannst du sie später immer noch rausholen. Die ist jetzt nicht so fürchterlich tief drin. Okay. Jojo, schaut ihn nochmal kurz an. Pass mal auf, das könnte jetzt ziemlich wehtun, aber es hilft. Sie legt die Hand drauf und wird jetzt versuchen, ihn zu heilen. Ja, er spürt schreckliche Schmerzen. Das ist immer das Beste. Okay, und dann wollte ich mich mit ihr treffen. Boah, Alter. Treffpunkt war Bratjevo. Nee, warte, das war der andere Dude. Treffen war Donskoi Ost. Gibt ihr euch Adresse. Sie ist ausgestiegen, aber dann kam Wori-Typen, ich bin weggefahren und alles, was ich noch gehört habe, war ein Schuss. Lügt er? Nope. Das ist alles. Auf dem Comlink, was Kaban schon hat, gib mal das Passwort. Gib mal das Passwort Foxy Lady for Life ein. Sehr schön. Bei dem Passwort muss ich wirklich echt erstmal stucken und schlucken, also weil wegen... Ich verstehe das, wenn du an Billy denkst, musst du schlucken. Reflex. Ja, sicher. Dann navigiert sie dich kurz durch ein paar Verzeichnisse, wo er quasi die Nachricht mit dir hat, die das belegen. Wo auch klar wird, dass sie sich verfolgt fühlte. Weiß alles auch keiner warum. Okay. Irgendwie spezielle Aus. Bitte? Oder den Treffpunkt, den hat euch genannt. Okay. So, ich muss jetzt nochmal OT nachfragen. Ursprünglich ging es. Achso, entschuldige, Didi. Ich hätte jetzt noch nachgefragt, die Nachrichten über diesen kleinen Zwischenfall findet, wenn ich da gezielt suche. Da gibt's keine Nachrichten drüber. Okay. Es ging Yegor ja ursprünglich gar nicht um die Tussi, sondern um den Wagen, oder? Sondern um irgendeinen Wagen, oder? Das stimmt. Wissen wir, was für ein Wagen das war? Haben wir den gesehen? Haben wir ein Bild gesehen? Irgendwas? Nee, er sagte, fragt sie, sie wird wissen, welcher. Achso, scheiße. Es könnte ein Panzer sein. Ich hab noch einen. Alles klar. Hat sie irgendwie ein Fahrzeug erwähnt? Nee. Aber die Karre, aus der sie ausgestiegen ist, reicht ja auch. Was war das für eine Karre? Ein Sportwagen. Also es war noch einer, der verträglich war, aber das passt doch schon nicht zusammen. Wie sah der genau aus? Hast du ein Bild oder sowas? Er gibt dir ein Bild. Türkis. Zwei-Personen-Fahrzeug. An der Seite ist einfach Feuer. Wunderschön. Da hat sie mal Mühe gegeben. Nee, sieht echt scheiße aufgedingst. Also der Lackierer, den müsste man jetzt nochmal umbringen. Also Leute, warte mal wieder. Den suchen wir. Ihr seid doch die Moskauer Einzelmenschen, tut es mal was Gutes. Auf jeden Fall. Preisklassenmäßig, wenn sie ewig drauf gespart hätte, hätte es sein können, dass sie den besäße. Das ist ein Ding, was auf jeden Fall nicht so richtig geklaut wird, weil ich sag mal so, die Rückrufaktionen, die das Ding hatte, da waren echt viele dabei. Und ihr erinnert euch, dass ich am Anfang gesagt habe, da gab es so ein bisschen eine Affäre mit einem Politiker vielleicht. Der hat von der Marke immer neu gekauft, von der das Ding auch ist. Bloß halt dann natürlich teurer. Ah.
Wo hast du die Karre gesehen? Auch da auf dem Parkplatz? Na, da ist er ausgestiegen, Mann. Alles klar. War da noch jemand im Auto? Nee. Gut. Hast du da Dann hat sie da wohl geparkt, ja. Ist aber ein bewachter Parkplatz. Ich bin für so eine Karre. Okay. Besser als ein Parkplatz am Flughafen. Sonst noch irgendwas, woran du dich erinnerst? Irgendwas, was wichtig sein könnte? Irgendeine Kleinigkeit? Irgendwas? Nee. Okay. Alles könnte wichtig sein. Mann, da ist nichts gewesen. Ich habe hier irgendwo halt Latexmasken übrig. Nimmst du jetzt eine und steigst aus. Jawohl. Er nimmt eine Latexmaske mit etwas zitterndem Blick, guckt nochmal auf euch, legt er nochmal die eine Waffe, Tauch die ihr unter. Gesehen habt, die würde er nochmal ganz vorsichtig vorholen und weglegen. Ich weiß schon, das Zeichen des guten Willens. Und dann hältst du an und der steigt aus. Ich gebe ihm noch den Rat hinterher. Verschwind aus Moskau. Weit weg. Tja, das kann ich ja wohl jetzt schlecht. Zieht sich die Hoodie-Kapuze über und humpelt in die Menge. Ja. Na dann fahren wir mal zu dem Parkplatz. Auf zum Parkplatz. Hätten wir die nicht einfach erschießen sollen? Warum? Weiß er nicht so viel? Was? Keine Ahnung. Der ist angeschossen. Mach doch. Steig aus und erschieß ihn. Steig aus, knall nach. Jetzt sind da aber schon Menschengewühl, Freunde. Mhm. Ja und? Er ist nicht gerade besonders groß. Entschuldigen Sie, Sie müssten alle noch kurz sterben. Ich will den da. Nee. Man könnte schon die ganze Menge da... Man. Scheißegal. Ja, scheißegal. Ja, was? So haltet ihr euch an die Kursanweisung, Nitter. Kann ja nicht werden. Er hat eine Latexmaske. Der soll froh sein, dass wir überhaupt noch irgendeine Möglichkeit finden, sein scheiß Auto zu finden. Sein Lieblingsauto? Ja. Stimmt. So sieht er schon aus. Das stimmt. Ich fahr dahin. Ja. Zum Parkplatz. Jürdi, ich werde das stark abkürzen. Der Parkplatzwächter sieht sehr bestechlich aus. Er wird sehr bestochen. Geil. Das war schon der Plan. Zieht euch mal 300 von eurem 60.000 ab, dass ich auch noch mal ein bisschen was abziehen kann. Hey, wir haben 6.000 in der Bank bekommen. Man kann ihr eigenes Geld 8.000. Benutzen. Also, der Wagen steht noch da. Er sieht auch noch nicht irgendwie angefasst aus. Diebstahlsicherung, das war eine der Rückrufaktionen. Die hat nämlich gern mal, das war die letzte Diebstahlsicherung, die noch erlaubt war, wo die Leute gebraten wurden. Die hat gern mal die eigenen Nutzer gebraten. Aber es gibt natürlich Hupe und so ein Shit. Okay, dann ist der Wachmann gestochen genug, damit man kurz einen Werkzeugkasten mit reinbringt. Oh, der hat übelsten Durchfall. Okay, der musste echt mal scheißen gehen jetzt. Okay. Das sind auch keine Kameras oder so, nur so. Nur welche, die er sieht. Und der war so dringend weg, Alter, der musste sein Comlink kurz auf den Mülleimer legen. Ja. Aber nur, weil er versprochen hat, dass er drauf aufpasst. Okay. Ja, genau. Wir sind verantwortungsbewusste Bürger. Wir passen auf seinen Comlink auf. Das ist nett von euch, der wird uns gefeuert, wenn das wegkommt, Freunde. Ja. Dann kann man ja mit einem Werkzeugkasten sich ein bisschen vergehen. Also zwei von euch können das sehr gut. Werdet das früher oder später knacken, das Ding. Sehr schön. Kann man es auch kurz schließen? Ja. Dann fahren wir jetzt damit weg. Naja, ich würde es. Habt ihr gemacht. Mach mal. Einer sollte vielleicht noch zu die Tussi war ja wahrscheinlich tot, ne? Wir wissen's nicht. Gegebenenfalls nochmal in die Richtung fahren, wo die Tussi umgebracht worden ist. Müsste ja dort irgendwo in der Nähe gewesen sein. Naja, ich würde erstmal das Auto vielleicht jetzt sicherheitshalber durchsuchen. Ja. Mitnehmen und durchsuchen, ja. Ja, mitnehmen besser, weil ich sag mal, Sicherheit. Ja, halt wegfahren und dann.
einzumischen, die einen nichts angehen, sind dumm. Es ist schon... Man jo, hat ja irgendwann gelernt, dass man bestimmte Informationen nicht haben möchte. Na, aber wenn wir dem jetzt das leere Auto geben, ist nicht das ist, was er will. Deswegen gucken wir ja, wo die Tussi ist. Wenn die Tussi sowieso tot ist, dann ist das das Einzige, was wir haben können. Das werden sie aber nicht rausfinden. Das stimmt. Also wenn ihr dann irgendwo in der Nähe rumkurft, da, pff, tja. Jojo kennt ja noch ein paar Safe Places und so ein Scheiß. Sichi. Sicherheit auch eine Möglichkeit, wo man so ein Auto mal kurz zwischenparken kann. Sichi. Okay, wir finden nicht raus, ob die Ische tot ist oder nicht. Keine Chance, oder? Wahrscheinlich ja nicht. Das Ding ist halt auch einfach, normalerweise könnt ihr immer die Nachrichten und alles durchsuchen, aber es sind in letzter Zeit echt viele Menschen gestorben. Ja. Es ist gar nicht mehr so interessant, wenn Menschen sterben. Ja. Gut, dann rufen wir jetzt am besten Yegor an. Ach so, wieso das? Hä, wollt ihr denn nicht die Ische haben, beziehungsweise das scheiß Auto? Ja, wollte das auch. Ich würde die Annonce irgendwo reinsetzen. Ach so, scheiße, ja, dann setze ich die Annonce jetzt rein. Okay, dann bekommt ihr nach 4 Minuten und 22, ungerade Zahlen bei Yegor, entschuldigt, 4 Minuten und 30 Sekunden eine Nachricht auf euer Special-Com-Link. Ich melde mich in den nächsten Tagen, Punkt. Na, das ist ja hilfreich. Das heißt, so lange muss jetzt jemand bei diesem scheiß Auto bleiben, oder was? Ich denke, also ihr solltet ihn nur den Ort nennen und das dort stehen lassen. Was ist, wenn es bis dahin weg ist? Wenn es jemand klaut? Wenn irgendwas anderes ist? Der Vorizar hat vielleicht Möglichkeiten, das sicherzustellen. Okay. Und zu überprüfen, ob es das Richtige ist. Tja, dann können wir auch nichts mehr machen. Dann, ah ja, genau, das war ja alles in der Annonce drin, ne? Ja, dann können wir uns jetzt abmachen. Jo. Schön. Übrigens, Horizon ist ja der beste Konzern, den es gibt. Das wissen ja wir. Das stimmt nämlich. Und die sind sich ziemlich sicher, dass Florina tot ist. Vielleicht hat man ihren Kopf aufgespießt an einem Dings, einer Markise gefunden. Alter. Dinge passieren. Mit einem unguten Gefühl in der Magengrube macht Jojo sich auf den Weg zurück. Jo. Die wollen schon wieder mein Auto klauen. Lass mich zurück. Zur Not fährt sie auch anders. Ja, wir fahren anders. Also Leute, ich sag mal, ihr fahrt nicht direkt zurück. Denn es gibt einige Brennpunkte in der Stadt, die sich vielleicht erstmal beruhigen müssen. Florinas Leute gegen Yegors Leute, Florinas Leute gegen Florinas Leute, Florinas Leute, die einfach eine Waffe haben und, weißt du, die sind halt einfach nur so ein wild gewordenes Rudel tot. Ja. Aber jetzt haben sie niemanden mehr, der sie lenkt. Werden das Banken überfallen? Das ist absolut richtig, aber jetzt rennen hier eine Haufen Bluthunde rum, die niemanden mehr haben, der sie lenkt. Wir sind zwei... Ihr kennt aber die Brennpunkte, weil sie aktuell berichtet dann werden. Dann umfahren wir die. Das ist relativ risikobehaftet. Ihr wartet eine Stunde und dann fahrt ihr. Ja, oder so. Das meinte ich doch nur. Ach so. Ich wollte nur diesen Aspekt, dass offenbar ein bisschen Krieg noch vorhanden ist, unterstreichen. Okay, wann wird denn von dir? Doppelt mit Rot. Ich will nur zu meinen Leuten, das ist halt viel wichtiger gerade. Ja, aber in einem Stück vermutlich. Wenn ihr zurückkommt, haben die sich übrigens ganz schön verschanzt. Wieso? Aber warum? Ich weiß, ob die Woge des Hasses zu euch schwappt. Ach so. Aus dem Grund wollten wir ja zurück.
um den Leuten Feuerschutz zu geben. Ich hab gehört, ich verschwinde dann auch. Erstmal irgendwie ein Safehouse von den IC-Brechern. Ja. Die hatten ja vor allen Dingen sehr kleine Sachen gesichert, wo so ein Mann-Sachen vor allen Dingen, weil ne, dezentralisiert ist halt für die besser immer gewesen. Jo. Aber das ist auf jeden Fall noch alles intakt und kannst dich da unterkriechen. Brennt noch nicht alles. Nee, das war 3 Straßen weiter. Das war aus Staffascheck. Hätte ich auch gemacht. Vielleicht aber keine Angst. Es gibt keine Unmenschen in Moskau. Sie haben erst alle rausgezerrt und hingerichtet und dann das Ding angezündet. Lebendig verbrennt. Ach ist unmenschlich. Ja. Ist ja kein Problem. Das stimmt. Ah ja, vielleicht haben sie aber erst noch das Innenmädchen mitgenommen, weil die war halt schon so 15 oder so. Ach, was jucken mich Russen. Alles klar. Verdammter Rassist! Natürlich. Sehr gut. Wischen Sie was den Elfen. Ja, wissen Sie, das ist das wichtig. Hat man nicht so genau erkannt, aber die hat auch keinen Bock mehr, auf jeden Fall. Ich würde auch immer so ein bisschen im Auge behalten, ob die Bank, wo wir heute Morgen da dieses Schließfach geöffnet haben, auch überfallen wird oder ob da irgendwas passiert. Nee, Banken überfallen lohnt sich ja eigentlich nicht mehr, wenn du nicht genau weißt, dass irgendwo irgendwas ist, weil die haben ja kein Bargeld mehr und so ein Shit. Naja, Schließfächer. Ja, aber da kannst du nicht sicher sein, ob du da... Also erstens musst du die dann rausbrechen. Und im Zweifelsfall wird eine Bank immer den Laden richtig hart mit Panzerplatten abschotten und ihre eigene Belegschaft dort drin erschießen lassen und die dann Leute drin, weiß ich nicht, verdursten lassen oder so. Das ist mit den Banken ist immer so eine Sache. Ja, man muss sich ja nicht mehr um Sachen wie heute wie Geiseln Gedanken machen. Scheiß drauf, Alter. Sterben halt viele Leute, aber die Bank ist sicher. Bei uns kommt nichts raus. Schön. Schön, schön. Jutti-Kinder. Ich würde sagen, die beste Zeit ist, weil die Aufnahme aus ist und wir über die Zuhörer lästern. Lass damit mal anfangen. Jawohl. Jetzt? Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, Flummi war ja geradezu empört, als ich einfach annahm, dass sie diesen Schmuggel dann noch hinrichten. Aber, sind wir mal ehrlich, das hat auch jeder angenommen, dass sie das tun. Erstens halt, weil der Chef gesagt hat, dass es gemacht wird und zweitens, weil, naja, die sich bisher nicht so richtig dagegen wehrten. Aber na gut. Die Alte ist erledigt und die andere Alte, die Florina-Alte, die ist offenbar doch auch erledigt. Tja, dann ist ja jetzt eigentlich schon alles gut. Dann ist ja quasi die Sache fast gegessen mit dem Krieg. Was soll denn da noch passieren? Nicht mehr. Seht ihr mal. Bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Napfkuchen.